einen wunderschönen guten Abend, Hannover. Großartig. Vielen Dank, dass ihr heute Abend gekommen seid. Ihr werdet auch eine gut gelaunte Band treffen und ja, so wie das hier losgeht, glaube ich, werden wir sehr, sehr viel Spaß mit euch haben. Die Tour läuft großartig und wir sind so froh, hier zu sein. Ich weiß gar nicht, wo ich hinkomme, dass man das wirklich ablehnen soll mit dieser Empore. Großes Kino, vielen Dank, dass ihr da seid. Viel Spaß mit uns. Wir spielen jetzt für euch Der Berg bewegt sich nicht. Wir sind
wie es euch geht, aber bei mir passiert an der Flasche Rotwein öfters mal das, dass ich anfange, mit mir selbst zu reden. Wie ihr wisst, Selbstgespräche setzen einen intelligenten Gesprächspartner voraus. Und das Gute ist, in meinem Fall, das soll jetzt kein Plädoyer auf Roman oder Abo sein, sondern es ist einfach so, ich habe das große Glück, Texte schreiben zu dürfen und da hilft es schon mal, wenn man sich in diese Gemütslage versetzt und dabei nicht nur mit sich selbst redet, sondern mit etwas viel Größerem, dem Mond. Gespräche mit dem Mond. Thank you.
Ich bin vergessen, nein, du Schloss.
Ja, das ist sowas von verdient. Aber verdient hat es auch unsere Crew. Ein fetten Applaus für unsere Crew, die uns jeden Abend diese Video bereitet. Und auch diese Leute, um die vieles nicht ging. Also, vielen Dank, Leute. Wir sind immer im Land. Ich würde mich ja vorstellen, was vor 20 Mal auf dem Bus. Das muss schon menschlich passen. Das ist auch was für euch. Wir wollen gerade noch feiern sind. Die 6 Leagues oder die Inspirations-Leagues, die war eigentlich meine Fußballmannschaft. Wir hatten ja das Thema schon mal ganz kurz vorhin. Die eigentlich immer erfolgreich Fußball gespielt hat und mir ist eigentlich auch das Angebot, dass es immer wieder gibt zum Feiern, aber nichts am Ende so nicht in der Boden gibt. Und da dachte ich, machen wir mit dem nächsten Lied selbst ein bisschen gut und hab gehofft, dass ihr was damit anfangen könnt, weil wir brauchen ja nicht nur beim Fußball, sondern auch im Leben gibt es Niederlagen und da zeigt sich wahre Größe. Wer in Niederlagen wahre Größe zeigt, der hat es eigentlich geschafft. Weil gewinnen ist nicht so einfach, gewinnen kann jeder.
Vielen, vielen Dank. Foto!